Ja. Ich hab deine. Wartet. Dein Drachenstein. Ich kenne euch doch. Ich finde das Wort Jarl irgendwie lustig. Helgen soll von einem Drachen erwischt worden sein. Ich weiß auch nicht. Sollte sich eines dieser Monster ja. Sind wir bereit. Mit irgendwie Kampfgebrüll. Seht ihr? Diese Begriffe stammen eindeutig aus der ersten oder vielleicht sogar einer noch früheren Ära. Der Drachenstein vom Ödsturz Hügelgrab. Ihr seid wohl doch eine Nummer besser als die Rohlinge, die der Jarl mir sonst schickt. Ja. Das müsst ihr mit dem Jarl klären. Oder mit seinem Vogt, Aveniki. Einer von beiden wird euch sicher angemessen belohnen. Meine Geschäftspartnerin hier wird über euer Geschick sehr erfreut sein. Sie hat den Ort entdeckt, wollte mir bisher aber nicht verraten, wie. Eure Informationen haben sich also doch als richtig erwiesen. Lasst mich in Ruhe. Und wir müssen uns bei unserem Freund hier für ihre Beschaffung bedanken. Wusste Jarl. Ich diene Jarl Balgruf als Vogt. Gut, außer der. Okay. Genießt euren Besuch im Drachenfeste. Nicht auf dem Thron sitzen, das wäre. Würde das ein wenig ernster nehmen. Wenn ein Drache Weißlauf angreift, können wir ihn vielleicht nicht aufhalten. Jarl Balgruuf wartet. Wo ist er? Dann mal los. Ah, hallo Jarl. Was ist mit meiner Belohnung? Noch nicht. Irelet hat mir erzählt, ihr kommt vom westlichen Wachturm. Ja, mein Herr. Sagt ihm, was ihr mir gesagt habt über den Drachen. Nun, das ist wahr. Wir haben ihn aus Richtung Süden kommen sehen. Er war so schnell. Schneller als alles, was ich hier zuvor gesehen habe. Was macht er? Greift er den Wachturm an? Nein, mein Fürst. Er kreiste nur in der Luft, als ich floh. Noch nie in meinem Leben bin ich so schnell gerannt. Ich war mir sicher, dass er mich verfolgen würde. Gute Arbeit, Sohn. Wir erledigen den Rest. Geht doch runter zur Kaserne, um etwas zu essen und euch auszuruhen. Ihr habt es euch verdient. Irelet, ihr trommelt besser ein paar Wachen zusammen und marschiert dorthin. Ich habe meinen Männern schon befohlen, sich beim Haupttor zu sammeln. Gut. Enttäuscht mich nicht. Die dunkle Elfe. Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Ich brauche wieder einmal eure Hilfe. Ich möchte, dass ihr Irelet begleitet und ihr helft, gegen diesen Drachen zu kämpfen. Ihr habt Helgen überlebt. Das heißt, ihr habt mehr Erfahrung mit Drachen als alle anderen hier. Aber ich habe nicht vergessen, welchen Dienst ihr mir erwiesen habt, indem ihr Faringar den Drachenstein besorgt habt. Als Zeichen meiner Anerkennung habe ich Aveniki angewiesen, dass ihr nun dazu befugt seid, hier in der Stadt Eigentum zu erwerben. Mhm. Und bitte nehmt dieses Geschenk aus meiner persönlichen Waffenkammer entgegen. Ich sollte mitkommen. Ich würde diesen Drachen nur zu gerne sehen. Pilzschild mit Frostresistenz. Ich kann es mir nicht leisten, euch beide zu besser verlieren. Lieber gewesen. Ich möchte das. Aber ist auch gut. Wenig undankbar erscheinen. Da wir zwei Hände führen, ist der Pelzschild so ein bisschen unnützer. Und das ist schon ein Ding. Der alte Nord-Zweihänder. Den werden wir benutzen. Eine tolle Rüstung wäre was gewesen. Ich meine, danke für den. Finde ich schön Schild. Und Frostresistenz. Ah ja. Rüsten wir mal aus. Das können wir nicht, weil wir brauchen zwei Händler. Hier bleibt und darüber nachdenkt, wie wir aber diese wir Stadt Sachen gegen die Drachen verteidigen können. Wie ihr befehlt. Noch etwas, Irelet. Ich würde jetzt erstmal das Geld kriegen. Wir können viele Sachen verkaufen. Kann ich mir ein Pferd leisten. Keine Sorge, mein Herr. Ich bin die Vorsicht selbst.
Werde mich erstmal im Weißlauf umschauen. Bisschen Städtetour machen und danach können wir hiermit weitermachen. Hübsche Aussicht genießen. Ich nicht schlecht. Mal den da hoch. Warte, ich kenne euch doch. Muss ein Irrtum sein. Mit Banditen komme ich gut zurecht. Großartig. Das Gesicht vom Charakter sieht man ja im Spiel relativ selten. Da ich meistens aus dem was willst du? Die Wachen in Drachenfeste behaupten, dass ihr dem Jarl geholfen habt. Ich danke euch im Namen von ganz Weißlauf. Aha. Da wir hier in, wer ist das, Fürst Bürsten spielen, macht es ja. Ist da meistens eh wenig zu sehen im Charakter. Bis auf die Ausstattung. Robson können wir hier nicht. Beim Jarl was klauen? Ich weiß nicht. Sieht gerade keiner. Die Teller sind nichts wert. Klauen bringt nichts. Ich diene Jarl Balgruuf als Vogt. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denken könnt, sehr beschäftigt. Kann ich euch vielleicht helfen? Natürlich. Es steht alles in dieser Notiz. Aha. Der Vogt will was von uns. Aber ich habe versprochen, am Ende des letzten Parts, dass wir uns erstmal in der Stadt umgucken. Danach mit der Hauptquest weitermachen. Okay, was ist jetzt die Hauptquest? Bisschen mehreres. Weil alles drei noch nicht gemacht aus irgendeinem Grund. Finde den Anführer des Banditenlager. Triff Ilf in der Nähe des westlichen Wachturms. Das wollte man als nächstes machen. Nicht Notiz des Verwalters, können wir dann auch noch machen. Würde sagen, da wir eh schon in der Stadt unterwegs sind, können wir dann durch das zur Führerbanditenlage erstmal aussuchen. Da mal gucken. Die Gefährten können warten. Ach, das sind diese. Wie gesagt, das war doch die Khajiit. Dann machen wir das nicht, oder? Wenn das hier ist, wo wir hin müssen, wenn das hier in Weißlauf ist, dann
Können wir das machen, aber. Können wir nochmal die Notiz lesen? Bücher war es, glaube ich. Diese Blöden der Waffen. Nordlicht. Direkt westlich des nördlichen Bruchsteinpasses. Ich meine, das könnten wir auch mal machen. Aber als erstes hier in der Stadt würde ich eher was anderes machen. Einen frühen Gefährten suchen. Dann können wir vielleicht auch mal die andere Quest machen, dann kommen wir vielleicht irgendwie zu Geld. Da gab es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, für 2000 ein Pferd zu kaufen. Das wäre mal ein Ding, was ich da gerne angehen würde. Könnte man den Chef von... Kann man den Chef von den Banditen sein? Mal auf zu... Kann man so auf zu... Rum zu ich hoffe, es ist nicht ansteckend. Schon als... Ihr seid gekommen. Ihr seid Talos. Gekommen, um dem Wort von Talos zu lauschen. Hallo, mein Freund. Wenn ihr etwas über den mächtigen Talos erfahren wollt, seid ihr bei mir an der richtigen Adresse. Zu Lebzeiten war Talos ein Nord, der über Unvergleichliches... Okay. Da ist sie. Ich guck den Boden an. Nee. Talos ist der wahre Gott der Menschheit. Ist in Ordnung. Ihr sucht meinen Gatten Nasem? Da seht ihr am besten im Hinterteil des Jalna. Dort kriecht er derzeit für gewöhnlich herum. Die Männer sind doch alle gleich, von Himmelsrand bis Hammerfell. Für sie gibt es nur Krieg und Politik. Und ihre Frauen handeln sie mal. Wie Vieh. Such mal ihren Mann oder nicht? Wie sieht es aus? Anführer der Gefährten. Wartet. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ich kenne euch doch. Wäre vielleicht genau das Richtige für euch. Hinter zumindest Jals, wie sagtest du? Was braucht ihr? Ja? Das heißt nochmal zu deinem... Ihr braucht etwas? Nein, weniger als nichts. Die kaiserliche Maschinerie vollzieht den Willen. Und der Prediger. Vielleicht tun wir den hier drin. In diesen Hallen hat niemand außer dem Jarl das Sagen. Macht mir mit euren dreckigen Stiefeln bloß nicht meinen sauberen Boden schmutzig. Ich mag ja nur eine Dienerin unter Fürsten sein, aber ich nehme meine Pflichten mindestens genauso ernst wie der Jarl. Alter. Diese ganze... Ich bin kein Mann, ich bin eine Waffe in Menschengestalt. Man muss mich nur ziehen und auf den Feind richten. Ah ja. Ich beneide euch um die Gelegenheit, diesen Drachen aus der Nähe zu sehen. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Die Not von Himmelsrand. Der hat viele Bücher hier. Könnte man jetzt stundenlang lesen, aber nein.
Helft Irilet, diesen Drachen zu töten, ehe er Weißlauf angreift. Wir haben keine Zeit. Ja, machen wir noch. Jagdgemächer. Die waren noch nicht drin. Wertloser Becher. Ich nehme noch ein bisschen hier mit. Das darf ich doch, oder? Steht nicht drin, dass da steht, ne? Wenn so ist, dürfte ich das da mitnehmen. Ein bisschen Geld stehlen. Solange sie es nicht bemerken. Hundefleisch, Ammutrüssel, lach. Ich weiß nicht, wofür wir das brauchen, aber... Nun schon brauchen wir Essen. Gut, jetzt sind wir im Kreis gelaufen. Jagdgemächer. Ja, im Bett des Jahres schlafen ist immer gut. Macht man sich bestimmt sympathisieren mit. Ihr müsst euch ihrem Eisenhelm stehlen. Wozu? Ich habe selber einen. Und Apfelkuchen. Die lagen hier so rum. Einer der neuen Diener? Denk dran, dass ich mein Fleisch nur leicht angebraten mag. Nur für so einen Stein. Wo sind wir jetzt? Hier oben. Ein Ausguck auf die Stadt. Fantastisch. Nicht nur wisst ihr, wo sich der Gefährtentyp aufhält. Wenn ihr in Weißlauf Ärger macht, werde ich euch persönlich in den Kerker von Drachenfeste werfen. Ist nicht nötig. Wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Ah ja. Kriegt keiner mit. Das steht nicht stehen. Es ist schon ziemlich
Und dann kannst du den Laut einfach mitnehmen, ist also. Hoppla, ich wollte nicht die Schale mitnehmen. Es ist schon ziemlich grobes Stehen hier. Wartet! Ich kenne euch doch. Fällt aber keinem auf, dass wir hier eine Laute mitgenommen haben. Gut gemacht. Absurd, dass wir in diesem Skevaloch von einer Stadt keine guten Süßkuchen bekommen. Ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig, dass ich die Laute mitgenommen habe. Ich nehme mal ein paar goldene Becher. Juckt keinen. Das Zeug darf ich doch mitnehmen, oder? Ja. Juckt dir nicht. Okay. Hab gerade vor seinen Augen Kelch eingepackt. Das scheint in Ordnung zu sein. Kann man mitnehmen. Diese Graumähnen sollen verdammt sein. Graumähnen oder Kampfgeborene. Habt ihr was an den Ohren? Auf welcher Seite steht ihr? Graumähnen oder Kampfgeborene? Ihr seid neu in der Stadt, was? In Weißlauf gibt es zwei Clans, beide alt und hoch angesehen. Der Unterschied ist, dass die Graumähnen sich vom Kaiserreich abgewandt haben und wir Kampfgeborenen loyal geblieben sind. Ich frage euch also nochmal, Graumähnen oder Kampfgeborene? Ich bin neutral. Früher oder später müssen wir uns alle für eine Seite entscheiden. Lang lebe das Kaiserreich. Wir werden Himmel wie auch Erde besitzen. Und wir. Ich finde meine Gefährten im Tempel. Willkommen, Kind. Das ist der Tempel von Kynaret. Der Gülden Grünbaum vor seinen Türen wurde als Setzling in der Frühzeit von Weißlauf gepflanzt. Die Anhänger von Kynaret spürten eine heilige Kraft in ihm und kamen von weit her, um dem Wind der Göttin in seinen Zweigen zu lauschen. Natürlich kommen heutzutage nicht mehr so viele Pilger. Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Mit dem Gedanken habe ich auch schon gespielt. Bäume sterben nie wirklich. Sie verfallen nur in einen Schlummer. Wenn wir etwas von dem Harz des Mutterbaumes hätten, könnten wir dessen Kind vielleicht wecken. Aber selbst wenn ihr bis zu Ahnenschimmer vordringen würdet, könntet ihr ihn nicht anzapfen. Nicht mit normalem Metall. Das klingt so, als wenn sie mir eine Quest andrehen, aber... sammle ich jetzt schon so viele Nebenquests. Wenn ihr helfen wollt, benötigt ihr zuerst etwas, um ihn anzuritzen. Ihr werdet es mit Hexenraben zu tun bekommen. Ich habe von einer Waffe gehört, die dazu diente, Zweiglinge zu opfern. Sie heißt Nesselfluch. Ich habe schreckliche Angst vor den Hexen, sonst hätte ich selbst danach gesucht. Euer Geist ist stark. Kynarets Winde werden euch auf euren Wegen leiten. Die Waffe befindet sich in einem Hexenrabennest namens Waisenfelsen. Ah ja. Das
weitere Nebenquests, die wir eventuell nie benutzen werden. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Okay. Anführer der Gefährten. Obwohl die mir jetzt auch nicht so sympathisch waren. Ich halte. Heute nehmen sie euch den Glauben. Aber was wird morgen sein? Wo ist der Graumeine? Kampfgeborene. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Ich. Vielleicht genau das Richtige. Ich habe kein Geld. Ihr solltet mir jetzt am besten 5 Septime geben, sonst... Ich verbringe viel Zeit an den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk... Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr... Die Brötchen durch die halbe Stadt. Ich höre sie hier noch. Was haben wir hier? Gräber? Vielleicht irgendwann mal für Tränke benutzen. Halle der Toten. Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Ich verstehe. Nun, vielleicht habt ihr Mitleid mit einem bescheidenen Priester, der etwas Kostbares verloren hat. Nebenquest, du. Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Wärt ihr bereit, danach zu suchen? Klingt nach sehr viel Spaß, also let's go. Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Möge Arkais Segen mit euch sein. Oh, das wird brutal. Danke für die Warnung. Haben noch Feuer und Bogen ausgerüstet. Ach, die kennen wir. Die Skelette. Vielleicht verkaufen. Die zwei Händler. Wir müssen dringend verkaufen. Okay. Irgendwo ist ein Stein von dem. Ein Armband. Das Amulett, genau das braucht er. Das war jetzt nicht so schwer. Wir noch ein paar Skelette mit einem Schlag killen. Und wir sind so schwer zum Rennen. Muss verkaufen gehen.
Was können wir loswerden? Den Nordbogen können wir gebrauchen. Die Schwerter, die sind. Das Schwert nur 7 Schaden, 13 Wert. Gibt's irgendwas, was viel wiegt und wenig wert ist? Schaden. Was hat der andere? Sieben Schaden, 9 Schaden. Streit 8, 18, Streit Nordhammer. 20. Das Schwert können wir. Das wollen wir ausrüsten, das können wir wegschmeißen. Angst, ja, ich habe die bisschen verkaufen. Damit wir wieder rein können. Machen wir die Tür zu. So, wir wollten mal den Skill bauen. Okay, eine Stufe. Ausdauer müssen wir erhöhen, unbedingt. Okay, Talente verbessern. Zum Schmiedekunst. Gleichen Schlossknacken zwischen Diebstahl, Redekunst, Essen, Illusion, Beschwörung. Die Ausdauer können wir nicht verbessern, können wir nur mit den Punkten am Anfang. Haben wir jetzt schon auf 120. Können wir unser Beutel vergrößern irgendwie? Schwere Rüstung. Taschendiebstahl.
Irgendwie weiß ich nicht. Schwere Rüstung wäre vielleicht nur gut. Vielleicht kriegen wir später dann mal schwere Rüstung. Rüstungswert von schweren Rüstungen 20%. Da können wir doch mal einen Punkt dafür ausgeben. Wir haben bisher noch keine schwere Rüstung gehabt, aber okay. Ich verbringe so viel Zeit mit den Toten, dass... Oh, Arkai sei Dank! Bitte nehmt dieses Gold für eure Bemühungen. 15 Gold, okay. Du, das hätte ich aber für 250 verkaufen können. Hätte ich für 200 verkaufen können. Der Preis von 200. Wir, wir sind hier die einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Wir sind die einzigen hier. Mit diesem furchtbaren Krieg bin ich ein wenig überfordert, ebenso wie die Katakomben. Kriegen wir Probleme im Dorf, die wahrscheinlich schon. Will man nicht so sein. Scheiße, hätte ich für 200 verkaufen können. Denken 50 dafür. Fasst das bitte nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig krank aus. Okay.